Linksextreme Gewaltdemonstration in Frankfurt. 465 Anzeigen. Polizist schwer verletzt. Frankfurt, Hessen. Die linksextreme Krawalldemonstration letzten Samstag in Frankfurt forderte ihre Opfer. Die Gewalt, die von linksradikalen Gruppen ausgeht, scheint keine Grenzen zu kennen. Bei den bisher heftigsten Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Polizei in der Stadt am Main wurden 15 Polizisten verletzt. 465 Personen haben mit Anzeigen zu rechnen. Ein schwer verletzter Polizist, dem Linksextremisten eine gefährliche Chemikalie über das Gesicht gossen, nachdem sie ihn zu Boden brachten, befindet sich noch immer auf der Intensivstation, sei aber nicht mehr in Lebensgefahr, so ein Sprecher der Polizei. Welche Flüssigkeit bei dem Angriff benutzt wurde, ist unbekannt. Im Laufe der Veranstaltung wurden insgesamt 465 linke Randalierer festgenommen. Das Bündnis M31 hatte zum Marsch gegen den Kapitalismus aufgerufen. Die Demonstranten, die aus ganz Deutschland sowie aus Frankreich und Großbritannien anreisten, bewarfen das Gebäude der Europäischen Zentralbank mit Farbbeuteln und setzten Steine sowie Feuerwerkskörper als Wurfgeschosse ein. Dabei gingen zahlreiche Schaufensterscheiben zu Bruch. Auch die Autos unbeteiligter Personen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Gegen die festgenommenen Linksextremisten wird nun wegen schweren Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Brandstiftung und Körperverletzung ermittelt. Ob der versuchte Mord an den Polizisten zur Anzeige gebracht werden kann, ist noch unklar.